Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri, schön, dass ihr wieder dabei seid. US-Präsident Joe Biden sprach in seiner ersten Rede vor den Vereinten Nationen von den größten Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie und dem Klimawandel. The extreme weather events that we have seen in every part of the world, and you all know it and feel it, represent what the Secretary General has rightly called Code Red for humanity. Code Red für die Menschheit. Extreme Wetterlagen, Versagen im Kampf gegen den Klimawandel und menschengemachte Umweltschäden. Das sind laut dem Wirtschaftsforum die größten Gefahren für die Erde. Wir, die Menschen, befeuern den Klimawandel und der beeinflusst die Erde. Es wird zu heiß. Der Klimawandel beeinflusst zum Beispiel massiv das Schmelzen des Permafrosts. Die Temperaturen des Permafrosts in Alaska sind bereits um 3 Grad Celsius seit ca. 1980 und in Kanada und Sibirien um 2 Grad Celsius gestiegen. In Sibirien war unser Korrespondent Demian von Osten, mit dem ich gleich spreche, unterwegs. Wenn der Permafrost taut, sackt der Boden ab. Krater, Spalten entstehen. Das Haus sinkt ständig ab. Wir haben es deshalb auf Reifen gestellt. Es ist jedes Jahr dasselbe. Erst hält der Permafrost noch stand, dann gibt es kurz vor Dezember starke Bewegungen. Doch das ist nicht das einzige Problem. Auch Waldbrände plagen Russland, die USA, den Süden Europas. Ich war selbst in Griechenland unterwegs, als es überall brannte und die Feuer nicht mehr unter Kontrolle zu bringen waren. Die Brände weltweit geben dieses Jahr eine Rekordzahl von CO2 in die Erdatmosphäre ab. Matthias Ebert, unser Korrespondent in Südamerika, spricht von der dritten Dürreperiode in Folge, die das Pantanal in Brasilien erlebt. Plötzlich ein Affe, der im Geäst nach Wasser und Nahrung sucht. Ilvânio bereitet eine Futterstelle vor, Obst für die dehydrierten Tiere. Den Affen haben wir hier nicht erwartet. Weil es so trocken ist und die Bäume kaum Früchte tragen, legen wir für ihn Melonen und Orangen aus. Der gerade veröffentlichte Weltrisikobericht warnt, extreme Naturereignisse und die Pandemie machen deutlich, Gesellschaften müssen krisenfester, Menschen besser gegen Risiken abgesichert werden. Darüber spreche ich gleich mit Katrin Radke, der wissenschaftlichen Leiterin des Berichts. Alles in unserer neuen Weltspiegel-Podcast-Folge Code Red. Die Erde ist zu heiß. Ich beginne gleich mit Matthias Ebert, unserem Korrespondenten in Brasilien. Guten Tag, Matthias. Hallo, guten Morgen. Du warst im Pantanal unterwegs. Nimm uns mal mit. Was hast du dort erlebt? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist immer noch nachhaltig beeindruckt, stimmt's? Ja, weil das Pantanal ist ja ein Feuchtgebiet, das größte in Südamerika, und es ist einfach extrem trocken, also überhaupt nicht feucht. Man hat das Gefühl, man kommt dort so ein bisschen in so eine apokalyptische Szene hinein. Wenn man von außen da reinfährt, über die einzige Straße, die einigermaßen ins Pantanal hineinführt, die Transpantanera, dann sieht man draußen außerhalb des Feuchtgebiets erstmal Goldminen und Rinderflächen, die, was unsere Reisebegleiter sagen, in den letzten Jahren gewachsen sind. Und kurz darauf gibt es dann eben unzählige Brücken, aber das Problem ist, unter den Brücken gibt es kein Wasser mehr. Sie sind komplett ausgetrocknet, obwohl es normalerweise in dieser Jahreszeit eben 1 oder 1,5 Meter mehr Wasser geben müsste. Das heißt, wir haben dort Kaimane gesehen, 150 bis 200 in einem kleinen Tümpel, so groß wie die Fläche von 2 Lastwagen, die dort auf ganz wenig Wasser dahin vegetieren, verenden. Es stinkt, es riecht nach verwesten Kaimanen. Und wären dort nicht ein paar Helfer und staatliche Behörden, die immer wieder ein bisschen Wasser in diesen Tümpel hinein gießen würden und einige Kaimane mitnehmen würden in andere Gebiete, wo mehr Wasser ist, dann würden dort jetzt 150 Leichen liegen von Kaimanen. Und das Ganze zieht sich einfach immer weiter fort, wenn wir weiter reinfahren. Es betrifft auch Riesenotter, die in ganz kleinen Tümpeln ausharren, weil sie nicht mehr weg von dort kommen, weil die Trockenheit sie überrascht hat. Und wir waren eben unterwegs mit Umweltschützern, die dort auch Obst auslegen, also Melonen, Orangen, Papayas.
damit dort die Tiere was zu essen haben, damit sie Feuchtigkeit aufnehmen. Zum Beispiel ein kleiner Affe hüpfte da vor uns im Geäst herum. Wir haben angehalten sofort, haben die Früchte ausgelegt und die Umweltschutzorganisation Ecotropica, mit der wir unterwegs waren, hat auch eine Kamera aufgestellt, um dann zu schauen, welche Tiere kommen zu dieser Futterstelle. Sind die abgemagert? Sind sie verbrannt? Ist das Fell gezeichnet von den Bränden, die im letzten Jahr ganz schlimm und auch in diesem Jahr wieder lodern? Also eine schlimme Szene. Und dann eben auch die Feuer hinten im Fantanal, wenn man mit Flüssen nur noch weiterkommt, auf Booten, da brennt es halt einfach. Die großen Brände, darum kümmert sich die Feuerwehr, aber um die kleinen, die einfach im Busch vor sich hin ja, wabern, wo der Wind sie immer weiter trägt und dann eben auch in neue Gebiete, über Flüsse hinweg manchmal. Also das hat mich schon schockiert, weil wir mussten dann auch selbst löschen und schauen, dass wir zumindest ein paar Feuer anhalten können, stoppen können, bevor sie übergreifen auf Gebiete, in denen eben Tiere wie der Jaguar leben oder ganz viele andere Spezies. Der Wasserbüffel, Tapire, Ameisenbären, also all diese Tiere leben dort und wurden verbrannt im letzten Jahr bei den heftigen Bränden, aber auch in diesem Jahr. Und es droht eben wieder und es ist passiert gerade derzeit, weil eben die Brände nicht gestoppt werden können von den Behörden. Das ist schon irgendwie traurig zu sehen und ich bin damit ja ganz unguten Gefühlen rausgegangen. Welche Bedeutung hat das, wenn schon ein Feuchtgebiet so trocken ist? Klimatisch gesehen? Ja, die Menschen vor Ort wissen noch nicht ganz genau, ob es wissenschaftlich jetzt mit dem Klima zu tun hat, aber was sie wissen und was sie spüren, es sind Wetterextreme, die es so bislang nicht gab. Also das dritte Jahr in Folge mit extremer Trockenheit. Letztes Jahr die Rekordbrände, wo ja ein Drittel des Pantanal abgebrannt ist. Das waren ja starke Winde, riesige Flammen, Rauchsäulen bis zum Himmel. Wirkte fast, als ob da ein Vulkan ausgebrochen wäre. Und dieses Jahr auch wieder etwas weniger, aber auch eben Brände. Und das bedeutet, dass dieses Pantanal das nicht mehr aushält, weil eben diese eigentlich typischen Fluten, die es im Pantanal gibt, im Januar und Februar, diese Fluten sind schon seit 2 Jahren ausgeblieben. Das heißt, der Wasserstand steigt nicht mehr so um einige Meter hoch, sondern es bleibt niedrig. Dadurch trocknet die Erde aus, sie erodiert. Die Bäume tragen wegen der Brände keine Früchte mehr in diesem Jahr. Also das gesamte Ökosystem ist einem extremen Stresstest unterzogen. Das kann man klar sagen. Ich kann mir vorstellen, dass die Bevölkerung dort sehr viel mehr im Einklang lebt mit der Natur als wir hier. Und wenn jetzt das, wie du das so wirklich beschreibst, ganz dramatisch gerade vor Ort aussieht, wie geht die Bevölkerung damit um? Also die Umweltschützer, mit denen wir unterwegs waren, von der Organisation Ecotropica, auch viele, viele andere, die da helfen, von den staatlichen Behörden, die sind natürlich schockiert und geben ihr Bestes. Sie helfen, sie versuchen abzumildern, was sie ohnehin nicht ändern können. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Menschen, die dem gleichgültig gegenüberstehen. Man sieht es im Pantanal selbst. Da ist das Auto der Umweltbehörde und nebendran stehen ganz viele Jeeps mit Bolsonaro-Aufklebern. Das sind Anhänger des Präsidenten und die kommen da nicht hin, um zu helfen, um die Natur zu schützen, sondern sie kommen dorthin, so wie jedes Jahr, aus allen Teilen des Landes, um zu angeln. Das heißt, das sind begeisterte Angler, die dort eben Fische fangen. So, und diese Menschen haben dann kein Gefühl und auch kein Engagement für die Natur im Sinne des Bewahrens. Und so geht es vielen, vielen Menschen in Brasilien, gerade in dem großen Hinterland Brasiliens, wo viele Landwirte sagen, das Pantanal sollte doch auch eher für die Landwirtschaft dienen und nicht für den Tierschutz und für die Bewahrung eines Ökosystems. Also da gibt es, glaube ich, schon viele Menschen, die auf die reine wirtschaftliche Nutzung des Urwalds und der Flächen Brasiliens drängen. Und das ist die Realität, der wir einfach gegenüberstehen. Und zudem ist es ja auch der Fall, dass seit Bolsonaros Amtsantritt das Land eine den Klimawandel leugnende und eher besorgniserregende Politik in Bezug auf Klima und Umwelt eingenommen hat. Wie erlebst du Bolsonaro bei dieser Thematik? Also zum einen sind die Abholzungszahlen, auch die Zahl der Brände und vieles weitere stark angestiegen, seit er Anfang 2019 das Amt übernommen hat. Das ist ein Fakt. Er hat auch 2019 und 20 vor allem ganz massiv die Gelder der Umweltpolizei und der Umweltbehörden gekürzt. Das ist auch bewiesen und nachgewiesen. Dennoch gibt er sich eben in der internationalen Gemeinschaft, gerade auch jetzt in diesem Jahr, bei einer Umwelt- und Klimakonferenz am April, aber auch jetzt gerade vor den Vereinten Nationen als Natur- und Umweltschützer. Er preist Brasiliens Erfolge, die aber nicht immer korrekt sind. Das heißt, er versucht zum einen seine Basis zu bedienen. Das sind die Menschen, die wollen, dass der Urwald abgeholzt und wirtschaftlich genutzt wird. Er will auch viele
Gesetze in den Kongress einbringen, die genau das ermöglichen sollen, Minentätigkeiten und wirtschaftliche Tätigkeiten im Amazonas und in den Urwäldern Brasiliens. Auf der anderen Seite versucht er, die internationale Gemeinschaft ein wenig zu besänftigen und zu zeigen, dass Brasilien doch etwas täte. Aber die Realität sieht anders aus. Was wir vor allem auch als Deutsche mitkriegen, ist, dass der Amazonasfonds, an dem Norwegen und Deutschland beteiligt sind, auf Eis liegt. Das heißt, Geld, was Deutschland und vor allem Norwegen zahlen wollen, um Umweltschutz zu betreiben, Amazonasschutz, aber auch um die Brandbekämpfung zu unterstützen. Dieses Geld liegt auf Eis, weil Bolsonaro keine Einigung erzielen möchte mit den deutschen und norwegischen Partnern. Also das Ganze stockt und dadurch stockt auch die Brandbekämpfung und der Amazonasschutz. Jetzt werden die Umweltschutzausgaben reduziert durch Bolsonaro und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch Maßnahmen und Unterlassungen des Umweltministeriums, mit denen sich auch die Regierung gegen indigene Völker stellt, oder? Genau, die Behörden, also die indigenen Behörde unter anderem, steht in dem Ruf, jetzt mit den neuen Führungskräften, die Bolsonaro dort eingesetzt hat, es mit dem Schutz der indigenen Territorien nicht so genau zu nehmen wie zuvor. Alle klagen über fehlende Mittel für Projekte, für Operationen auch. Also die Umweltpolizei, die ging früher eben mit Hubschraubern, Maschinengewehren bewaffnet in die Gebiete, wo Goldgräber eben indigene Territorien eingenommen hatten und dort Goldminen installiert hatten. All das ist jetzt weitgehend ausgesetzt worden. Es wurden auch langjährige Beamte strafversetzt, mit denen wir häufig auch gesprochen hatten, die kompetent sind. Sie klagen eben, dass Bolsonaro diese Organisationen von innen heraus schwächt. Der Staat unternimmt also nichts. Also er tut einiges, indem er Truppen zusammenstellt und die in die Gebiete entsendet. Das sind dann Militärs mit Feuerwehrkräften, die normale Feuerwehr, aber auch viele andere Organisationen wie Umweltschutzbehörden und Universitäten. Aber es reicht eben nicht immer aus. Nicht immer wird wirklich eine effektive Truppe zusammengestellt. Das passiert erst ab einer gewissen Größe der Brände. Und deswegen sind es eben solche NGOs, mit denen wir unterwegs waren, aber auch zum Beispiel indigene Brigaden. Das heißt, da sind dann Stammesangehörige, zum Beispiel im Bundesstaat Pará, die gehen dann los, mindestens einmal die Woche, umrunden ihr Gebiet, teilweise mit GPS-Tools, damit sie das auch bestätigen können, wo es jetzt gebrannt hat oder wo es Stellen gibt, wo zum Beispiel Invasoren reinkommen. Denn neben der Brandbekämpfung ist das zweite Problem, dass viele indigene Gebiete immer wieder von Holzfällern oder Goldgräbern gestürmt werden oder die da reingehen und sich heimlich etwas rausholen aus dem Urwald. Und darauf achten sie auch. Das heißt, mittlerweile gibt es da viel mehr Aktivitäten von den Indigenen selbst oder von verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, die versuchen, das zu tun, was der Staat eben nicht ausreichend tut. Aber Bolsonaro wird ja vielleicht nicht mehr gewählt, Stand heute, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Zumindest sieht es derzeit danach aus. Also seine Umfragewerte für eine mögliche Stichwahl im nächsten Jahr, wenn sie jetzt stattfinden würde, lägen bei gut 30%. Im nächsten Jahr kann sich auch einiges entwickeln und es wird sich auch einiges entwickeln. Wir erwarten ein echt extrem heißes Wahljahr 2022. Heiß im doppelten Sinne, falls die Hitze weitergeht weltweit. Und gleich schauen wir in andere Regionen, und zwar nach Sibirien. Und selbst da ist es zu heiß. Vielen Dank, Matthias, erstmal dir nach Brasilien. Danke. In Usunkuyöl ist ziemlich sichtbar, wie der Klimawandel Jakutien in Russland trifft. Unaufhaltsam, wie es scheint. Die Temperaturen steigen kontinuierlich. Immer mehr Häuser stehen auf bedrohten Permafrostboden. Unser Russland-Korrespondent Demian von Osten war genau dort unterwegs. Guten Tag, Demian. Hallo, Nathalie. Permafrost. Erklär mal kurz, was ist das überhaupt? Permafrostböden, das sind die Böden, die eigentlich nie schmelzen, die das ganze Jahr über, also auch im heißen sibirischen Sommer, gefroren sind. Und wir denken bei Sibirien ja immer daran, dass da immer Winter herrscht. Das ist gar nicht so. In Sibirien haben wir im Sommer auch so um die 35 Grad Temperaturen. Und der Permafrostboden ist aber der Boden, der trotz der heißen Temperaturen im kurzen Sommer gefroren bleibt. Der schmilzt dann vielleicht so 50 Zentimeter tief, aber darunter ist alles festgefroren. Und das nutzen zum Beispiel die Menschen, die dort leben, bauen sich einen Keller in den Permafrostboden und haben dann so eine Art natürlichen Kühlschrank im ganzen Jahr. So, und jetzt erwärmen ja die Treibhausgase die Atmosphäre, die Erde heizt sich auf und das Eis schmilzt. Und dieser Permafrost, der jetzt auftaut, was bewirkt das für das Klima, für die Menschen? Ja, der Permafrostboden taut
taut also jetzt nicht mehr nur 50 Zentimeter tief auf, sondern womöglich einige Meter, und das wird immer mehr zunehmen. Und das führt dazu, dass dieser ganze Boden instabil wird. Denn bisher war das ja immer gefroren und wie so ein Eisblock, auf dem man dann Straßen gebaut hat, Gasleitungen gebaut hat, Landebahnen von Flughäfen gebaut hat und Häuser hingestellt hat. Und wenn der Permafrostboden immer weiter taut, dann führt das dazu, dass alles instabiler wird. Wir waren in einem kleinen Dorf, Usun-Kuyel, und dort gibt es einen Teil des Dorfes, da können die Leute nicht mehr leben. Da sind die Häuser regelrecht eingesackt und man musste umziehen. Und ich kann euch Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, den Film anzuschauen. Der ist auch schon auf unserer Weltspiegel-YouTube-Seite. Man sieht da ja, wie die Menschen ihre Häuser jetzt auf Autoreifen stellen. Ja, denn einige Bewohner haben sich überlegt, was kann ich tun, damit das nicht so leicht einsinkt. Und ihre Idee war erstmal, die Fläche, auf denen die Wände sozusagen des Hauses stehen, ein bisschen zu erweitern. Bisher standen die einfach nur drauf wie so eine Latte. Und die sinkt natürlich viel leichter ein als jetzt ein großer Traktorreifen mit vielleicht etwas mehr als einem Meter Durchmesser. Das ist der Gedanke von einem Bewohner. Und tatsächlich machen sie auch noch was anderes. Sie versuchen, diese Unebenheiten, die entstehen, einfach aufzufüllen. Was nehmen sie dafür? Kuhmist. Sag mal, und was fordern jetzt die Menschen? Fordern sie überhaupt etwas von der Regierung? Was sie fordern, ja, die sehen erstmal nur die effektiven Phänomene und die Bildung, die Informationen über Klimawandel, was das große Ganze angeht, die ist in der normalen örtlichen Bevölkerung dort nicht so verbreitet. Und eine Geschichte noch aus diesem Dorf, Usun-Kuyel, an einer anderen Stelle im Dorfzentrum, haben wir dann den Permafrost wirklich direkt sehen können, weil eigentlich ist das ja irgendwo im Boden. Aber da war ein ganzes Stück eines Hangs abgerutscht, nämlich das Stück, bis zu dem es geschmolzen war. Und das legte so eine Fläche frei, die sieht ein bisschen aus wie so eine Betonfläche, könnte man fast sagen. Wenn man es aber anfasst, ist das eben gefrorenes Eis vermischt mit Erde. Und dieser Hang, der war einfach abgerutscht Richtung See. Direkt dahinter sind Fernwärmeleitungen und die Telefonleitungen. Und 30 Meter weiter stehen die ersten Häuser. Und das ist eine Bedrohung für die Dörfer dort. Aber wenn du sagst, eigentlich fordern die Menschen nichts von der Regierung, dann ist das ganze Thema Klimawandel, Klimakrise überhaupt auch nicht in den Medien zu hören? Wird das gar nicht besprochen? Wird es nicht diskutiert? Wenig. Die Auswirkungen ja. Wir haben in Russland dieses Jahr Rekordwaldbrände gehabt, so auf einer Fläche so groß wie noch nie zuvor. Das war Thema in allen Medien, in unabhängigen Medien, aber auch in den großen staatlichen Fernsehkanälen. Die Auswirkungen werden also thematisiert, aber die Ursachen im Klimawandel zu sehen, das eher sehr wenig. Und es hängt in den staatlichen Medien sicherlich auch damit zusammen, dass das von der Regierung, von Russlands Präsident Putin überhaupt kein Thema war. Im Gegenteil, er hat in den letzten Jahren das eher noch verleugnet. Auch da erkennt man aber in Russland einen kleinen Wandel. In einer großen Fragestunde dieses Jahr hat er erstaunlich viel Zeit dem Thema Klimawandel, den Umweltveränderungen gewidmet. Und es gibt noch eine andere erstaunliche Entwicklung für russische Verhältnisse. Es gibt einen großen Konzern, der eine ganze Stadt letztlich betreibt und dort Nickel fördert, verarbeitet, transportiert. Und bei diesem Konzern gab es letztes Jahr ein riesiges Unglück. Da ist ein Öltank zerbrochen, weil die Stelzen, die den Öltank im Permafrostboden gehalten haben, nicht mehr hielten und dadurch das Öl ausgelaufen ist. Eine riesige Umweltkatastrophe in Sibirien. Und sehr oft in Russland wird sowas vertuscht. Und gerade wenn sie ein großer staatlicher Konzern sind, der dann seine Verbindungen in den Kreml hat, dann folgt da keine Strafe. Dieses Jahr ganz anders. Es gab fast eine öffentliche Brüskierung des Firmenchefs mit Russlands Präsident Putin. Und die Firma muss eine große Strafe zahlen. Und da würde ich sagen, können wir schon beobachten, dass selbst in Russland, muss man sagen, es dort in diesem Zusammenhang langsam Umdenken gibt. Gleichzeitig ist für Russland aber vielleicht auch die Situation noch ein bisschen anders, weil man hier auf ein paar positive Effekte durch den Klimawandel hofft. Weite Teile der Arktisregion im Norden Russlands sind ja im Prinzip unbewohnbar und auch ganz schwer zugänglich. Auch der Zugang zu Bodenschätzen ist dort sehr schwierig und teuer. Und wenn das Eis dort jetzt schmilzt und die Permafrostböden
Böden schmelzen. So hoffen einige in Russland, könnte man dort viel leichter Bodenschätze fördern oder die Gebiete erschließen, auch beispielsweise für die Schifffahrt, für eine Nordroute, um große Waren von Ostasien nach Europa zu transportieren. Was ja sehr kurzfristig gedacht ist. Gibt es dann, und jetzt muss ich nochmal fragen, kein Protest von der Bevölkerung? Also Fridays for Future in Russland, gibt es das da? Wir waren mal vor anderthalb Jahren auf einer Fridays for Future Demo in Moskau. Da waren, glaube ich, 25 oder 40, okay. So in dem dann Dreh. Doch so viel. Also überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland, mit Europa, mit anderen Bewegungen der westlichen Welt. Weil es unterbunden wird oder weil wirklich da in der Bevölkerung kein Interesse? Es ist in der Bevölkerung nicht so. Mhm. Nee, in der Bevölkerung ist kein Interesse. Wir haben, ja, ich würde sagen, in Russland einen geringeren gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn man das so nennen will. Oder solche großen gesellschaftlichen Themen wie Corona, wie Klimawandel werden nicht so groß diskutiert. Es gibt dafür ja auch wenige Plattformen, es gibt wenige unabhängige Medien. Und die staatlichen Medien sind keine Diskussionsmedien mit der Bevölkerung. Die sind Medien, um von oben herab eher die Themen unter die Bevölkerung zu bringen, die der Staat gerade möchte. Also eine ganz andere Kultur. Und es gab einen Klimaaktivisten, der wochenlang, monatelang auf die Straße gegangen ist und sich dadurch auch nur Probleme mit der Polizei eingehandelt hat, weil ja Protest in Russland generell nicht gern gesehen ist und gerne unterbunden wird. Also auch die Bevölkerung sieht das Thema eigentlich nicht so. Ich erinnere mich noch an einen Moment, als ich mit russischen Freunden zusammenstand und irgendwie über Greta Thunberg erzählt habe. Vor 2 Jahren, glaube ich, war das. Und da war das allen Russen überhaupt kein Begriff. Greta Thunberg? Ja, kannte keiner in der Runde. Und das sind jetzt nicht die Dümmsten gewesen. Permafrost ist ja jetzt nur eine bestimmte Region betroffen. Aber die Waldbrände, die du gerade schon angesprochen hast, absolute Rekordzahlen wurden an Waldbränden in Russland erreicht dieses Jahr, wie ja auch in ganz Südeuropa. Bringt das die Bevölkerung mit Klimawandel in Zusammenhang? Ja, teilweise schon. Also man merkt schon deutlich, dass die Waldbrände zugenommen haben. Auch wenn Russland nicht so dicht besiedelt ist, wie das jetzt beispielsweise in der Türkei, in Griechenland ist, bei den Waldbränden, die wir dort in diesem Jahr gesehen haben. Aber auch in Russland haben Waldbrände die Bevölkerung erreicht. Genau, ich war ja selber im Sommer für die ARD, sowohl in Griechenland als auch in Italien, und es war wirklich massiv. Also es waren Rekordzahlen wurden auch dort erreicht und die Menschen haben wirklich ihre Existenzen über Nacht verloren. Und es war ganz spannend, denn ein griechischer Professor hat in einer globalen Studie errechnet, dass bis zum Jahrhundertende die Kosten durch den Klimawandel für Griechenland, wenn sich nichts tut, 700 Milliarden Euro betragen werden. Und ich habe das Gefühl, dass zum ersten Mal in Griechenland auch so ein, oh, wir müssen was tun, Impuls hochkam. Denn bisher war in Griechenland Klimawandel und die Klimadiskussion auch kein großes Thema. Aber nachdem sie diese unglaublich hohen Temperaturen erreicht haben, die ja selbst nachts nicht unter 30 Grad gingen, ist es dann doch schon den Menschen aufgefallen, es muss etwas getan werden. Und gerade weil ich in Italien war und ich war da am Trevi-Brunnen und es war so unglaublich heiß, mir lief das Wasser runter, 48 Grad und dann eine Woche später in Griechenland. Und wenn man das dann so über größere Regionen, ne, flächendeckend merkt, wie heiß die Welt geworden ist, die Erde sich erwärmt hat, ist es schon beunruhigend. Also es war ein beunruhigendes Gefühl, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, diesen Impuls, von dem du sprachst in Bezug auf Griechenland, der Optimist in mir sieht den sogar bei der russischen Regierung, weil eben Putin so deutlich gesagt hat, dass die Häufung von extremen Wetterphänomenen doch Anlass zur Sorge sei und man sich darum kümmern müsse. Das ist in diesem Jahr passiert und das ist etwas, was man hier auch beobachtet. Es gibt vielleicht einen großen Unterschied zu Griechenland, zu Italien. Die Dimensionen in Russland sind unglaublich. Die gesamten Waldbrände in Russland, hat Greenpeace ausgerechnet, sind so groß oder größer als alle anderen Waldbrände auf der Welt zusammengerechnet. Aber sie betreffen halt viel weniger die Bevölkerung unmittelbar, weil die meistens in den Gebieten stattfinden, wo kaum jemand lebt. Warum? Es gibt ganz viel so trockene Gewitter, die dann in einer großen Trockenheit, die wir dieses Jahr hatten, dafür sorgen, dass es zu Waldbränden kommt. In Gebieten, die zum Teil tausende Kilometer entfernt
entfernt sind oder hunderte Kilometer von der nächsten Siedlung. Und Russland hat bisher die Politik gehabt, diese Waldbrände dann auch gar nicht zu löschen, weil es viel zu schwierig ist. Die sind so weit entfernt, dass sie auch mit dem Hubschrauber nicht hinkommen können, weil es einfach zu lange dauert, vom nächsten Landeplatz, wo man den Hubschrauber auch betanken kann, bis zu den Waldbränden zu fliegen und dort zu löschen. Aber sie haben natürlich eine Auswirkung für die Atmosphäre, denn sie setzen den Ruß frei, der dann Richtung Nordpol zieht und da dafür sorgt, das haben Wissenschaftler ermittelt, dass das Eis auch schneller schmilzt. Und deswegen ist das für das weltweite Klima eine große Gefahr. Jetzt hast du gerade gesagt, Anlass zur Sorge, davon sprach Putin. Eigentlich könnte man ja sagen, der Anlass zur Sorge ist fast schon wieder positiv, denn vielleicht bewegt sich dann etwas doch in den Köpfen der Politiker in Bezug auf Klimakrise. Vielen Dank dir für deine ganzen Einschätzungen. Ich frage mal meine nächste Gesprächspartnerin, die sich nämlich auch mit dieser weltweiten Sorge auch in Bezug auf Gesellschaften und Ungerechtigkeit beschäftigt hat, wie sie das Ganze sieht und was die Politiker ändern müssen. Danke dir. Sehr gerne. Und jetzt spreche ich mit Katrin Radke. Sie ist die wissenschaftliche Leiterin des Weltrisikoberichts, der vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde. Hallo Frau Radke. Hallo Frau Amiri. Sagen Sie, welche Rolle, und ich glaube, da frage ich Sie gleich nach Ihrem Spezialgebiet, spielt soziale Sicherung im Katastrophenfall? Ja, im neuen Weltrisikobericht 2021 haben wir herausgearbeitet, dass soziale Sicherung dazu beiträgt, die Verwundbarkeit oder wir nennen das im Weltrisikobericht die Vulnerabilität gegenüber extremen Naturereignissen zu reduzieren. Soziale Sicherungssysteme wie zum Beispiel Sozialhilfe oder Schulspeisungen, Sozialwohnungen und Sozialversicherungen können zum Beispiel präventiv wirken, indem sie den Zugang zu Ernährung, zu Gesundheit und Bildung ermöglichen und dadurch die individuelle Anfälligkeit reduzieren. Sie können aber auch, und das ist uns, denke ich, jetzt gerade im Bereich der Flutkatastrophe im Westen von Deutschland sehr deutlich geworden, sie können bei der Bewältigung von Katastrophen helfen, wenn zum Beispiel im Katastrophenfall finanzielle Soforthilfen zur Verfügung gestellt werden, die ein Abrutschen in Armut verhindern. In Deutschland hat man ja im Sommer mit den Überschwemmungen im Westen des Landes die Zerstörungsgewalt eines Extremwetterereignisses erlebt. Und hierzulande mildern aber schon die Sozialsysteme und staatliche Soforthilfen zumindest die finanziellen Folgen ab. Wie sieht es denn weltweit aus? Ja, tatsächlich verfügen viele Länder nicht über soziale Sicherungssysteme, wie wir sie in Deutschland kennen. Ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung verfügt nicht über einen ausreichenden Zugang zu staatlichen Leistungen der sozialen Sicherheit. Dann besteht die einzige Absicherung in informellen Systemen wie familiären oder nachbarschaftlichen Netzwerken oder Kredit- und Spargruppen oder auch die Rücküberweisung von Migranten zählen zu dieser Form der informellen Absicherung. Und natürlich leistet diese informelle Absicherung auch einen extrem wichtigen Beitrag zur sozialen Sicherung, aber sie kann natürlich nicht die gleiche Leistung wie staatliche Sicherungssysteme erbringen. Und deshalb ist dann eine unserer wichtigsten Forderungen, dass gerade Hochrisikoländer in die Lage versetzt werden müssen, soziale Sicherungssysteme auf- und auszubauen. Aber wie können sich diese dann ja auch meist armen Länder das überhaupt leisten? Eine Möglichkeit, die wir da ins Spiel bringen, ist es, einen globalen Fonds für soziale Sicherung aufzubauen, weil tatsächlich eben viele Länder sich das genau nicht leisten können. Und diese Idee, die gibt es im Grunde schon sehr lange, ist aber mit der Corona-Krise wieder deutlich in den Vordergrund gerückt. Die Grundidee ist dabei erstmal, dass alle Menschen über eine Basissicherheit in Form von medizinischer Versorgung und einem Grundeinkommen verfügen sollen. Und dieses Recht auf soziale Sicherheit ist übrigens auch in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung verankert. Im Rahmen dieses Fonds sollen die Länder es sich nun leisten können, soziale Sicherungssysteme aufzubauen und sollen dabei unterstützt werden. Und dabei sollen sie aber ihre eigenen sozialpolitischen Vorstellungen und Prioritäten umsetzen können. Natürlich ist so ein Fonds immer nur als eine Art Übergangslösung gedacht, denn soziale Sicherung ist natürlich eigentlich die Aufgabe, die grundsätzlich aus eigenstaatlichen Mitteln finanziert werden muss.
Gibt es eigentlich in Ihrem Bericht auch die Berechnung, wie teuer es werden würde, wenn man nichts tut, also wenn es keinen Richtungswechsel auch in der Politik gibt? Es gibt da Berechnungen, dass zum Beispiel, wenn man nur den 10 Ländern helfen würde, die die größten Finanzierungslücken im Bereich der sozialen Sicherung haben, dass dafür allein 10 bis 15 Milliarden US-Dollar jährlich erforderlich wären. Sie haben jetzt aber gefragt, was würde passieren, wenn man nichts tut? Also natürlich geht es hier auch um Investitionen dann in die Energiewende und in den Klimaschutz, in die Katastrophenrisikoreduzierung. All das ist teuer, aber es ist mit Sicherheit noch sehr viel teurer, wenn man gar nichts tut. Wenn man sich zum Beispiel vor Augen hält, dass der Wiederaufbau der Gebiete, die in Westdeutschland von der Flutkatastrophe im Juli betroffen waren, rund 30 Milliarden Euro kosten wird, dann kriegt man, denke ich, schon eine relativ gute Vorstellung, was drohen kann, wenn wir es mit zunehmenden Extremwetterereignissen zu tun haben. Ja, die meisten Berechnungen schätzen, dass bei einem mittleren Erderwärmungsszenario das weltweite Bruttosozialprodukt um 6 bis 7% niedriger liegen könnte als ohne menschengemachte Erwärmung. Also grundsätzlich kann man vielleicht nochmal in Bezug auf die soziale Sicherung sagen, dass es gilt, dass eben gerade in Niedrigeinkommensländern solche Investitionen in soziale Sicherung langfristig zu einer Steigerung des Bruttoinlandsproduktes beitragen und dass es deshalb eben keine verlorenen Zuschüsse sind, sondern sich das langfristig gesehen eben dann auch auszahlt. Zumal man sich ja auch anschaut, Sie haben ja zusammen mit dem Weltrisikobericht einen Weltrisikoindex veröffentlicht und dieser berechnet ja für 181 Länder das Risiko, dass ein extremes Naturereignis dort zu einer Katastrophe führt. Genau, der Weltrisikoindex ist seit vielen Jahren im Weltrisikobericht enthalten und er zeigt, dass Katastrophenrisiken weltweit sehr unterschiedlich verteilt sind. Dieses Jahr sind die drei Inselstaaten Vanuatu, die Salomonen und Tonga die Länder, die das höchste Katastrophenrisiko tragen. Und grundsätzlich kann man bei diesen Ländern sagen, dass das auch Länder sind, die in besonderem Maße vom klimabedingten Meeresspiegelanstieg betroffen sind. Und was eben auch sehr deutlich zutage tritt, ist, dass in allen diesen Ländern leider auch ein sehr hoher Bedarf besteht, die sozialen Sicherungssysteme auszubauen. Sie haben ja auch, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst war, aber es war ja im Wahlkampf sehr oft zu hören, soziale Gerechtigkeit. Und Sie haben ja da fast als ein Ratgeber fungiert für die zukünftige deutsche Regierung, der Sie ja auch sagen, Sie müssen eine internationale Vorreiterrolle übernehmen, richtig? Ja, das ist richtig. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass wir diesen Bericht so konzipieren, dass er eine Evidenzbasis bieten soll für die Entscheidungsfindung. Also wir versuchen hier Zahlen und Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sie auch Politik informieren können. Und das ist sozusagen unser Beitrag zu einer besseren Abschwächung und Vorbeugung von Katastrophen. Dass dieser Bericht nun kurz vor der Bundestagswahl veröffentlicht wurde, war tatsächlich eher Zufall. Aber wir wünschen uns natürlich, dass die neue Regierung die richtigen Lehren aus dem Bericht zieht. Richtige und wichtige Lehren aus dem Bericht ziehen. Ich hätte die Schlussworte nicht besser formulieren können. Vielen Dank, Frau Radke, für Ihre Einschätzungen, Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ich danke Ihnen. Wie können wir eine Klimakatastrophe noch verhindern? Das wird auch das Thema sein, mit dem wir uns bald beschäftigen werden, mit Sonderfolgen im November in den Wochen der Klimakonferenz in Glasgow. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt. Bei unserem Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Code Red, die Erde wird zu heiß. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum dieser Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de und nochmal weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder.